Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Sonic Advance 3. Das letzte Mal habe ich euch ja versprochen, wir besuchen Dr. Eggman in diesem Land. Wir haben ja die anderen Level schon abgeschlossen gehabt und stürzen uns gleich ins Abenteuer. Ich habe mich schon reingeguckt gehabt, denn ich habe schon, ja ich weiß nicht, vierte oder fünfte Aufnahme schon hinter mir, weil immer irgendetwas schief ging und nicht im Spiel, sondern mehr oder weniger im Hintergrund. Ja, möchte ich aber nicht drüber reden. Wir starten und stürzen uns direkt hier rein und ich weiß auch schon, worum es geht, aber um euch das wenigstens zu zeigen, werde ich dieses paar Mal versuchen. So, wir müssen ihn auch quasi runterschubsen. Diese Attacke ist natürlich fast unmachbar schwierig wegzubekommen und ohne diesen Ringe verliert. So, das meine ich natürlich. Wir sollen ihn auf der anderen Seite runterschubsen und das ist nicht so einfach, wie man vielleicht glaubt, denn sobald man keine Ringe hat, sind die Chancen fast gesunken. Sie sind nicht ganz gesunken, aber überall zu entkommen ist schwierig. Zum Beispiel diese Attacke. Warum fliegst du denn nicht, Tails? Ja gut, er kann wahrscheinlich nicht fliegen mit Knuckles-Fähigkeit, denn er kann nur eine Wirbelattacke. Ja, fliegen ist schwierig. Kann er so fliegen? Nein. Gut, dann kann er halt mit Knuckles nicht so gut fliegen. Nicht so schlimm. Das heißt, wir müssen uns bei einer bestimmten Attacke etwas umsetzen. Was sag ich heute? Das ist einfach... Bin heute schon sehr gestresst wegen dem Ganzen. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier jetzt machen soll. Ach so, einfach weggehen. Na gut, okay. Eine bestimmte Zeit warten und dann weg. Ja, und schon erwischt er mich wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte ihn schon fast einmal down gehabt. Und dann musste halt das ganze Problem wieder kommen und ich musste hier wieder neu starten. Und ach, ich weiß nicht, das ist schon die vierte oder fünfte Aufnahme, die ich hinter mir habe. Und ich habe es nicht mal so weit geschafft, dass ich zur nächsten Zone gekommen bin. Wieso? Ach komm. Chill, chill. Wow, das war verdammt knapp. Wollte ich gerade sagen, war verdammt knapp. Ja, ich würde auch sagen, soweit im Großen und Ganzen, man muss ihn auf jeden Fall von dieser Plattform runterschubsen. Und deswegen gehe ich direkt zur Zone 5, wie ich es sonst immer mache. Bin so ein bisschen heiser, ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Ja. Schauen wir uns doch mal die Zone 5 an. Dabei bin ich schon sehr gespannt. Ich bleibe auch bei der Kombination mit Tails und Knuckles. Und ja. Zone 5 erreicht, dann sind noch zwei Zonen vor uns und wir haben es soweit gesehen, was wir brauchen. Also, Zone 5, danke sehr. Oh, ich bin so froh, dass ich schon so weit gekommen bin. Ach so, das ist die vereiste Zone mit Eiszeiten etc. Gut, stürzen wir uns rein. Wir wollen ja schließlich was sehen, ne? Oh, das sieht aber wirklich genial aus. Auch der Hintergrund, oh, der ist schön. Das ist richtig mal schön. Das gefällt mir. Ja, die Zone, die ist schön aufgebaut. Die bringt so ein bisschen winterlichen Look zurück. Denn, so wie es bei vielen jetzt inzwischen der Fall ist, ist der Winter nicht groß gekommen oder war im Großen und Ganzen nur ganz kurz da. Ach, schau einer an, der kann ja doch fliegen. Aber nur nach vorne. Aber trotzdem, genial. Was bist du, ein Schneemann? Ein Roboter? Ach, den kriegen wir down. Den kriegen wir doch down. So ein Schneemann ist kein großer Hindernis. Das ist eher hier ein Hindernis. So schnell wie möglich wieder aus dem Wasser raus. Jawohl. Was bist du denn für einer?
Auf jeden Fall kein freundlicher. Ah, cool. Tails kann sogar mit der Fähigkeit fliegen. Schwimmen. Fliegen ist ein anderes Wort. Na schön. Können wir uns irgendwie durchstürzen? Ich versuche mal ganz schnell. Nein, hat nichts gebracht. Vielleicht mit Turbo? Kommen wir da mal hoch? Oder müssen wir da gar nicht hoch? Ich weiß nicht, ob das jetzt sicher ist, wenn ich hier runtergehe. Ach! Doch, das war richtig. Ach, nett. Aber in so kaltem Wasser möchte ich nicht unbedingt bleiben. Komm, Tails. Tu mir den Gefallen. Oh nein. Ich ahne Ungutes. Ja. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Und wie der Zufall es bringt, sind wir auch noch unter Wasser. Es hätte nur eine Blase kommen müssen. Und dann wären wir natürlich gerettet gewesen, aber... naja. Anscheinend ist das hier alles unter Wasser. Und es bleibt wohl unter Wasser. Eine Weile. Ah, okay. Aber was ist da oben? Das möchte ich schon wissen. Auch ein Weg. Dann nehmen wir doch den hier. Denn unter Wasser möchte ich nicht unbedingt sein. Ist nicht so mein Ding. So hier mit Sonic und so. Ach, genau. Wow, das war jetzt verdammt knapp. Schnelle Schnur. Und... och! Jawohl, nächster Checkpoint. Das gefällt mir. Irgendwie macht die Musik einen wahnsinnig. Geht manchmal ein bisschen zu schnell. Ich verstehe es selber nicht, aber naja, gut. Na, sind wir jetzt langsam am Ziel? Jawohl! Nett! Zone 5, das erste Level, war leicht für mich, fand ich. Bis auf die eine Stelle, die hat mich ein bisschen gezückt, aber ich hätte da, wenn da die Luftblase gekommen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch geschafft. So, Nummer 2 kommt jetzt dran. Und das war jetzt natürlich blöde, oder? Ja. Aber wir kommen ja nochmal zurück, das ist ja kein großes Drama. Ja, die Musik ist auch sehr schön gemacht. Nummer 2. Gehen wir rein. Verlieren wir keine Zeit. Und machen auch dieses hier. Naja, bis jetzt läuft es ja teilweise ganz gut. Ja, den Ring können wir gut gebrauchen. Warum nicht? Oh nein, ahne Ungutes. Wieder unter Wasser? Müssen wir hier lang? Kommt mir so... spontan rüber. Ich weiß nicht, wie ich das dazu sagen kann. Von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Vielleicht ist das nur ein Rückweg, falls man das nicht richtig geschafft hat. Ey, von hier sind wir gekommen. Aber der Weg, der führt einen ja... ach so, hier hoch. Ja, dann verstehe ich das. Oh, nice. Schneeeffekt. Wenn man im Schnee ist, dass man dann halt nicht so schnell springen kann. Und warum hat das jetzt nicht funktioniert? Hallo? Wow. Das
Gefällt mir aber. Das gefällt mir sehr. Checkpoint! Yay! Jetzt hat er wieder nicht gedreht. Und... Och! Achso, wir müssen auf der rechten Seite. Ja, das wusste ich doch nicht. Jetzt hat er wieder nicht gedreht. Ach, komm. Wegen so... Gegner! Ja, was soll denn das? So, jetzt aber. Wollte schon sagen, geht nicht. Gibt's nicht hier. Aber es gibt ein paar Stellen, die ich wohl nicht so sehr kann. Aber das ist ja nichts Schlimmes und... Dieser Schneeroboter, der wirft mich mit Schneebällen ab. Moment, da ist noch was. Das will ich lieber mehr mitnehmen. Kann man ja nicht wissen, ob man das vielleicht gebrauchen kann. Zack, hoch. Na gut, hier habe ich es jetzt nicht gebraucht, aber das ist nicht schlimm. Da war... Wow, da war ein Ring. Und der Ring, den wir gerade verloren haben, der ist weg. Aber den haben wir gut gebraucht. Für sowas. Und hier ist wieder Schnee. Hier ist ein Checkpoint. Und hier ist ein Knopf. Pinguin mit Zylinder. Auch was ein interessantes. Und was? Der wirft Granaten oder was? What the hell? Ich glaube, wir kommen dem Ziel immer näher. Soweit. Ich mich hier nicht täusche. Wow. Moment. Ganz ruhig. Hier ist noch ein Checkpoint. Hier sind Luftblasen. Gib mal eine her. Kann man immer gut gebrauchen. Ach, ich glaube, ich weiß, warum die Musik schneller wird. Das ist ja diese schnelle Schuhe, die man bekommen kann. Moment. Stopp. Ja, na gut. Dann gehe ich halt immer tiefer durch. Ach, du je. Und das mit dem letzten Leben. Gib mir eine Blase ab. Her damit. Oh je. Und hier nochmal eine Blase, her damit. Wieso? Man wird doch direkt runtergeworfen. Och nee. Nee. Ich glaube es nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen denke ich mal, werden wir dieses Level noch einmal versuchen. Ansonsten werde ich es wieder mal überspringen müssen, um euch mehr zu zeigen. Außerdem habe ich ja das Projekt nicht so lange geplant gehabt, dass ich es mache, aber ja, es gibt den einen oder anderen, die mögen ja diese Spiele hier. Und deswegen habe ich mir die große Mühe gemacht, extra für euch, dass ich dieses Spiel auch so weitersetzen kann wie bisher. So, Zone 6 und 7 stehen natürlich noch vor uns. Zone 7 ist meistens die Extrazone. So, eins waren wir ja fertig, dann sind wir nach zwei gegangen, wobei wir ja mehr oder weniger viel springen mussten und jetzt passiert schon wieder das Prinzip, meine Herren. Ach komm, Tails, tu mir den Gefallen und funktionier doch mal richtig. Das klingt so eigenartig. Aber ich gebe mich damit nicht zu Mühe, nicht... Ach, jetzt fallen mir schon die Worte nicht mehr ein. Ich glaube es nicht. Ja, du Pinguin mit deinen blöden Granaten. Kannst du nicht einfache Schneebälle werfen? Warum so gemein sein? Ach je. Aber jetzt haben wir das hier wenigstens leichter hingekriegt. Und komm.
Lass mich durch. Ja. Sehr. Nein. Ha. Das ist wieder dieser komische Pinguin. Den will ich natürlich entfernen. Und der erste Checkpoint. Soweit ich es weiß, denn es ist jetzt schon, ja, mehrere Runden durchgegangen. Und das war jetzt wirklich doof. Das kriegst du zurück, Junge. So. Genau, da müssen wir nach rechts. Und hopp. Und da oben ist ja wieder einer, der auf uns wartet. Ach komm. Nicht mal rechtzeitig kann ich den Knopf drücken. Ja, natürlich. 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 Saug mir meine ganze Energie hier weg. Ja, klar. Ich komme da ja gar nicht richtig hoch. Was ist das denn überhaupt hier? Das ist wirklich eine linke Nummer hier, ehrlich. Genauso wie dieser komische Krebs. Obwohl, der ist ja noch einfach zu bewältigen. Das hier ist eine linke Stelle. Du kannst ja gar nicht rechtzeitig reagieren manchmal. Da musst du ja schon, ja, Glück haben, dass du genau im richtigen Zeitpunkt ihn erwischt hast. Weißt du, das ist schon eine schwierige, ja, schwierige Stelle, die zu bewältigen ist. Da ist ein Schlüssel, aber das lasse ich jetzt mal liegen. Denn, so scharf bin ich jetzt nicht drauf. Wow. Hey, ich habe ihn noch getroffen, oder nicht? What the hell? Naja, diese Stelle hier wieder. Aber die ist sehr einfach, wenn man hier auch durchkommen kann. Kann ich hier auf meinen Blank laufen? Hier wäre ich vorher noch nicht entlang gelaufen. Oh, da, what the hell? Sag mal, schießt euch doch gleich so eine Gilde an hier, ehrlich. Mit Bomben und Granaten und das ist... Boah, Hilfe. Weiß ich nicht, war ich hier schon vorher? Ja. Kann sein. Bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, ich wäre einen anderen Weg gegangen. Nee, ich war einen anderen Weg gegangen. Ich war nicht unter Wasser so weit, aber... Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Vielleicht schaffen wir es jetzt endlich mal zum Ziel. Das würde ich begrüßen. Aber wo müssen wir jetzt lang? Hier unten? Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Nein, aber an den Stacheln kann ich mich noch sehr gut entsinnen. So, und jetzt aber Power! Bitte viel Power! Viel Power! Oi! Wahnsinn! Hier ist noch so ein Item. Das nehme ich noch mit. Ah, vielleicht schaffen wir es tatsächlich jetzt ans Ziel zu kommen. Hier sind noch Luftblasen, die kann ich nicht liegen lassen. Komm raus, komm raus. Ich hoffe, ich nehme den richtigen Weg. Ja, sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus.
Eine wilde Achterbahnfahrt und das unter Wasser. Ja, und ins Ziel geschafft. Jawohl. Wunderbar. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Nummer 3 wieder. Und zwar werden wir hier... Ach komm, warum springst du denn nicht? Auf jeden Fall werden wir uns das nächste Mal bei Nummer 3 wiedersehen. Das ist hier. Und ich würde sagen, bis dahin erstmal, ciao Leute!